Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit einer neuen Folge Let's Play. Oh Gott, ich muss mich mit hier hinsetzen. Tearway Unfolded. Ach Gott. Letzte Folge war ich anstrengend, wo wir vor den Wendigos flüchten mussten und irgendwie kommt mir das bekannt vor. Hä? Na ne, okay, doch nicht. Ja, ist gut. Das Labor. Wir glauben, dass das Antriebssystem der Pflanze ein Liefermechanismus für Vertikalität und Freude ist. Wenn du dir meine Gleichung anschaust. Ja, gut. Bam bam bam. Sieht mehr aus wie eine Bar als wie ein Laboratorium. Hallo, wir sind der Umschlag. Umschlaggesichtige Erkunde, der die Chefwissenschaftlerin erwartet. Ich habe nur das Gefühl, dass du das sein könntest. Du darfst gerne welchen bleiben und unseren Praktiker in der Redaktion bewundern. Oder möchtest du jetzt das Labor betreten? Ja. Ja, wir kommen und besuchen es hier, genau wie beschrieben. Das ist ein bisschen lieber, der Job in den Augen und so schnell sein. Hey, aber so ein großer Runde, der Problem gerne leider rüber will. Warum sind wir hier angekommen? Wäre das besser? Schon Schlimmeres gesehen habe. Yeah. Das ist so anstrengend, wenn ich immer so laber. Ein Labor mit einem Abgrund. Na gut. Macht Sinn. Wow! Nee.
Ja, leck mich doch am Arsch. Na, ey, wie rutschig ist denn das? Nein. Na, Dummheit. Untersuchung der Phänomene, die wir noch nicht verstehen. Das heißt aber nicht unseren Ursprung. Die Tasten im Labor, die auf unsichtbare Kräfte reagieren. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass es irgendetwas da draußen gibt, das unsere Welt kontrolliert. Und das bin ich. Wohohohoho. Die Theorie war korrekt, das Objekt selbst Kontrolle über das Licht zu haben. Aber was ist die Quelle? Willkommen in unserer Experimentierkammer. Die Chefwissenschaftlerin würde deine Hilfe bei diesem Test zu schätzen wissen. Okay, es kann losgehen. Licht aus. Spoiler an. Da hast du das Licht gesehen. Wenn wir die Lichtzellen mit Energie versorgen könnten, würden wir den Effekt auf feindliche Kreaturen sehen. Bemerkenswert, das beweist unwiderlegbar, dass das Subjekt mit einem höheren Wesen verbunden ist. Oder mit einer unsichtbaren Taschenlampe. Bei Darkwings Bad. Interdimensionale Wesen sind in unsere Realität eingedrungen. Sie werden unsere Forschungen zerstören. Das sind Flugschnipsel. Sie greifen den Kurier von oben an. Das Leitlicht ist eine nützliche Abwehr. Leuchte mit dem Leitlicht für ein paar Sekunden auf diesen hier. Wenn Sie hypnotisieren, ist der Schnipsel hypnotisiert. Leuchte mit dem Leitlicht auf eine Wand, damit er dagegen fliegt. Hexel, Hexel. Gut gemacht. Wenn Flugschnipsel betäubt sind, kannst du sie genauso erledigen wie alle anderen betäubten Schnipsel. Und tschüss. Hä? Schön, dass er die Oberleiterin der Wissenschaftler als einzigste so richtig schön dämlich klingt, nicht mal sprechen kann. Das war wohl auch kein Geheimgang. Hey, wo soll ich denn hin? So. Whee!
Anyone buy the last? Ich glaube, das wird dir gefallen, kleiner Labor, aber wenn es ist. So, du hast es nicht genommen hier. Ah ja. Wir können es nicht mehr sehen, dann sollen wir es antworten. Du musst es nicht mehr sehen, dann sollen wir es nicht mehr sehen, dann sollen wir es nicht mehr sehen. Ich sehe mir das Touchpad, um mit Bild zu erzeugen und das Schifferklavier anzutreiben. Wusch! Ja, die Sache ist jetzt zurückgeladen. Mach doch noch nicht viel Acht, weil ich kann auf die Augen schrauben, die du für den Tappen nicht mehr zu achten, wie du dich noch weit sicher. Geh jetzt in den Turbinen, schau in ihre Richtung und benutze R1, um zu boosten. Yeah. Das werden wir unsere Sekundpresse sein. Mit der Sonne, die wir erlauben oder sollten. Die Sonne aus der Kreuzbrechreffe. Der Sonne ist das Bürokronie und diese Zertorisenz zu überwinden. Das wird es funktionieren. Verbinde die pinken Punkte durch das Anpusten der Turbinen mit R1. Was verbirgt sich in der Tor Nummer 1? Der Song! Gute Art, kleiner Laden, dann auf Rehe nach vorn, auf Deck der Walter sagt, auf Deck auch drauf auf Rehen. Aber wofür braucht ihr denn mich noch? Benutze R1, um Objekte anzusaugen und R1, um sie zu schießen. Yeah. Und tschüss. Überall Abgründe im Scheißlabor. Mann. Tschüss. Und mein Ergebnis war wieder die Rückkehrtheorie. Wenn wir die Verfassung nicht in Liebe durchgekommen mit einem echten Kammer aufzuhalten, sagen wir die Gegner auch, dass wir sie kriegen werden. Easy peasy lemon squeezy.
Alter! Ah, okay, jetzt hat sich das Tor geöffnet, jetzt. Ich führe wichtige Forschung über Tastentechnologie durch im Bereich Dekonstruktion der Realitätsnatur. Aber ich kann meine Experimente nicht durchführen, wenn mich diese Viecher unterbrechen. Ich brauche deine Hilfe. Licht brauchen wir mittlerweile noch ziemlich wenig irgendwie. Darf ich vorschlagen, das Waffenschiff für Klavier zu verwenden, um die Taste zu holen und sie am richtigen Ort zu platzieren? Nö. Die bauen die Controller. Genau, das ist ein großer Thank you.
Zu langsam. Zack. Weg mit euch. Ich habe die Idee, eine Glocke mit der eine Eichel gekreuzt, um eine neue Spezies zu erschaffen. Aber ich habe die Testung leider zu den normalen Eicheln gelegt. Kannst du erkennen, welche es ist? Hier, friss deine Nüsse. Hier. Scheinbar nicht, Pech. Aua. Wie bin ich jetzt gerade hochgekommen? Geht doch. Ah. Da sind noch meine. Zack, und drinnen. Mann.
So, hopp. Nein. Und hopp. Und hopp. Ich weiß, dass mein Leben in Gefahr ist, wenn ich hier bleibe, aber jede wissenschaftliche Entdeckung birgt Risiken. Ja, so ist es. Oh, cool. Hä? Ja, ich komm ja schon. Mann, ich hab doch X gedrückt. Manometer. Und ab, und ab. Ich arbeite an einem Schnipselabfettmittel. Wir wollen ein Video eines Videoschreis projizieren, um diese interdimensionalen Wesen wegzujagen. Du musst dir das Material dafür aufnehmen. Diese Eisenbahnschiene bringt dich zu unserer Ethologie-Abteilung. Wir haben einen ausgezeichneten Vertigo-Lebensraum, um diese wendevollen Kreaturen zu erforschen. Wir können das Kameraverbot diesmal ignorieren, aber du brauchst ein Objektiv für animierte GIFs. Na den. Warte! Oh. Ab. Hi. Super. Jetzt wisst ihr Leute, niemals aus irgendeinem Straßenbahn oder sonst irgendwas aussteigen.
What do you need? Cut it out and drape a bone crabble.